Herzlich willkommen in Kampot. Ich bin gestern von der Insel, auf der ich mich vorher befunden habe, hier hingefahren. Und ich habe hier meinem Hostel Annie aus Finnland kennengelernt. Und wir haben uns für heute Roller ausgeliehen und fahren jetzt gleich zu einem Nationalpark. Wir sind in etwa eine Stunde mit unserem Roller unterwegs und es geht auch nur bergauf. Die Straße ist wunderschön und wir machen hier gerade Pause. Wegen dieser wunderschönen Landschaft. Von hier aus kann man den Strand sehen. Falls ihr euch fragt, wieso ich diese Harry Potter Narbe auf meiner Stirn habe, gestern auf der Insel bin ich mit meiner Stirn an eine Holzkonstruktion einer Hängematte gekommen und ja, seitdem habe ich diese Narbe. Ich habe mir jetzt meine Sweatshirtjacke angezogen, weil es hier oben in den Bergen echt kalt ist. Wir sind auf 970 Höhenmeter und dort, wo wir uns jetzt im Moment befinden, ist so eine Buddha-Statue. Wir sind jetzt von dem Wasserfall zu einem Meditationsort gefahren. Hier ist es so ruhig und übrigens heißt dieser Nationalpark Bokor National Park und so sieht das hier aus. Und haben jetzt hier ein verlassenes Haus gefunden. Das sieht verrückt aus. Immer noch auf dem Weg zurück nach Kampot. Hier könnt ihr auch mal meine Eierschale sehen und ich musste jetzt hier stehen bleiben. Deswegen schaut euch mal die Farben an. Richtig schön. Wir sind zurück im Hostel und ich habe mir gerade was zu essen bestellt. Schaut mal, es gibt einen vegetarischen Burger mit Pommes. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Es ist der nächste Tag und ich muss jetzt erstmal hier zur Rezeption gehen und eine weitere Nacht dazu buchen. Und es wird dann meine dritte Nacht hier in Mad Monkey Hostel. Eine weitere Nacht dazu gebucht und ich sitze jetzt mit Annie im Epic Arts Café. Und die beschäftigen hier gehörlose und behinderte junge Menschen. Ja, und wir frühstücken jetzt hier und leihen uns dann bestimmt später wieder einen Roller aus. Wir haben uns gut gestärkt und waren gerade im Hostel und ich habe hier mein Ticket für morgen früh in die Hauptstadt gebucht und mich auch umgezogen. Meine Klamotten von gestern angezogen, weil es hier so heiß ist. Und jetzt wollen wir uns wieder Roller ausleihen, weil wir heute wieder einiges machen wollen. Und zum Glück ist der Rollerverleih auch direkt gegenüber von unserem Hostel. Gerade unsere Roller bekommen und jetzt schaut mal hier beim Rollerverleih, ist eine Ente. Und ein Huhn. Wir sind auf dem Weg zu einer Pfefferplantage. Mir tut der Arsch weh, weil die Straße dorthin ganz viele Schlaglöcher besitzt und es dann unterwegs ja sehr ruckelig nur vorangeht. Und wir machen hier gerade Stopp, weil wir diese Aussicht vor unseren Augen haben. Richtig schön.
Und da sind auch unsere beiden Roller. Wir sind jetzt hier an der Pfefferplantage angekommen und unser Guide hat uns gerade eben in einem Haus ganz viel Theorie über den Pfeffer erzählt. Wir haben auch unterschiedliche Pfefferarten probiert und jetzt schauen wir uns so ein bisschen diese Plantage an. Und hier wird Maracuja angebaut, das könnt ihr auch da sehen, da. Die Plantage hier, die ist circa 4 Jahre alt. Hier könnt ihr auch mal so eine Pfefferpflanze sehen und hier sind so grüne Pfefferkörner und die werden dann von den Arbeitern hier getrocknet und dann wird zum Beispiel schwarzer oder roter Pfeffer draus gemacht. Und um die verschiedenen Pfefferarten, zum Beispiel weißen, roten oder schwarzen Pfeffer herzustellen, wird dieses grüne Pfefferkorn unterschiedlich getrocknet bzw. durchläuft verschiedene Prozesse. Schaut mal, sowas habe ich auch noch nie gesehen. Das ist langer Pfeffer und es soll eins der schärfsten Pfeffersorten sein. Und das probiere ich jetzt mal. Gar nicht mal so schlecht, aber ganz schön scharf. Also am Anfang ist das gar nicht mal so scharf, aber nach und nach entwickelt sich dann diese Schärfe im Mund. Aber doch, schmeckt sehr, sehr angenehm. Und hier könnt ihr den langen Pfeffer auf einer Pflanze sehen. Und hier ist noch Chili, den ich probieren kann. Probieren wir mal den Chili hier. Chili, the bad chili. Bad chili is bad. That means... Nicht schlecht. That's good. Nicht schlecht. Oh, jetzt kommt die Schärfe. Wahnsinn. Oh. Ja, so scharf, dass ich jetzt Schluck aufbekommen habe. Oh. Wir haben gerade richtig gut zum Mittag gegessen. Reis natürlich mit ganz viel Pfeffer. Und hier könnt ihr auch noch mal die Landschaft sehen. Von der Pfefferplantage nach Kep zum Strand gefahren, um uns hier am Meer ein bisschen zu erfrischen. Ich habe mich vorhin im Wasser schön erfrischt und bin jetzt mit Annie hier noch zu einem Nationalpark in Kep gefahren. Und die Straßenbedingungen sind nicht so der Hammer. Und mir ist unterwegs mein Handy aus der Hosentasche gefallen. Und ich habe das dann irgendwann realisiert, dass mein Handy nicht mehr da ist, sind wir den ganzen Weg wieder zurückgefahren und ich habe dann eine Gruppe Wanderer getroffen und die gefragt, ob die mein Handy zufälligerweise gefunden haben. Die meinten nein. Und dann sind wir keine 5 Sekunden, nachdem ich die Leute getroffen habe, weitergefahren und dann hat ein Kind mir hinterhergerufen, hey, hey, ich habe dein Handy gefunden und ich habe die fast geknutscht. Also wirklich, ich habe mich so gefreut, dass die mein Handy gefunden hat. Und jetzt befinden wir uns auf einer Aussichtsplattform und können von hier aus den Sonnenuntergang sehen. Hier ein bisschen den Sonnenuntergang genossen, müssen uns jetzt aber wieder auf den Weg machen, weil es so langsam dunkel wird und ja, bei Dunkelheit zurückfahren, das macht keinen Spaß. Wir sind zurück in Kampot und sitzen jetzt in dem Restaurant Simple Things und hier gibt es nur vegetarische und vegane Sachen zu essen und ich fange jetzt hier an mit einer Vorspeise und zwar frischen Frühlingsrollen. Sau lecker. Jetzt geht es hier weiter mit einer Falafelplatte. Hier könnt ihr das Restaurant nochmal von außen sehen. Simple Things, wirklich hammer, hammer geil. Ich bin zurück im Hostel und das Essen war so lecker und ich bin überglücklich, dass ich mein Handy wieder habe. Und diesen Vlog, den beende ich jetzt und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen früh auf meinem Weg nach Phnom Penh wieder. Ciao!